Ja, frohes Neues, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und habt's ordentlich krachen lassen. Aber bitte nicht so, dass ihr jetzt in den Seilen hängt, denn ich brauche euch. Also los, Ärmel hochkrempeln und mit anpacken, denn der Turm muss heute fertig werden. Wir haben ja schon das Innenleben ein wenig angeordnet hier. Der Weg geht auch schon hoch, aber die Stützen, die müssen nochmal neu gemacht werden. Wir hatten zwei Varianten. Die eine hier hat mir dann doch nicht so gefallen. Das sieht aus wie Feuerwehrfluchtleiter. Und die hier, die ist ein bisschen stylischer. Die wollen wir nehmen, aber irgendwie ist die noch zu groß. Da müssen wir noch was ändern. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch gleich an. Machen das Ganze noch ein bisschen kompakter. Nehmen jetzt nicht den Turm, sondern hier diese Balken und ziehen die einfach mal weiter nach oben. Ah, die zwei müssen wir auch mitnehmen. Und schauen mal, wie das Ganze dann ausschaut, wenn wir das hier auf Anschlag machen. Ne? Ich glaube, das wäre doch ganz gut. So. Dann sind jetzt natürlich diese hier zu lang. Ich habe schon wieder den Turm erwischt. Die müssen wir wegmachen. Und müssen sie durch kürzere austauschen. Und hier die müssen jetzt noch einen kleinen Tick weiter nach unten. Und dann kriegen wir das doch hoffentlich alles ganz gut hin. Ne? Was haben wir hier noch? Der hier sieht auch noch ein bisschen deplatziert aus. Den können wir noch ein bisschen absenken. Und dann ist es doch eigentlich eine ganz gute Konstruktion, oder? Ja. Nicht perfekt, aber damit können wir arbeiten. So, oben müssen wir nochmal neu machen. Hier haben wir jetzt eine neue Höhe, auf die wir jetzt müssen. Ah, jetzt ist auch noch ein Biber gestorben. Ich hatte eigentlich noch geguckt, dass das alles passt. Aber gut, man steckt nicht immer drin. Wir nehmen jetzt hier von den Kletterelementen einfach mal die 2-Meter-Variante. Ziehen die mal nach vorne. Ja, mhm. So, ungefähr hier, aber wir müssen sie tatsächlich auf die Höhe bringen. Deswegen gehen wir nochmal zurück. So. Schütteln sie hier vorne ran. Müssen jetzt noch ein kleines Stückchen nach unten verlängern. Das ist jetzt leider mal so. Dann lassen wir es ein bisschen überstehen, oder? Sieht das was aus? Oh, Kamera, was machst du mit mir? Nee, das sieht nichts aus. Dann machen wir das ziemlich bündig hier unten. Dann ist das auch gut. Okay. So, die beiden kommen jetzt nochmal auf diese Seite hier. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass das mit dem Pfosten hier hinten auch einigermaßen gut passt. Von der Ausrichtung. Es ist fast perfekt. So. Dann nochmal nach vorne. Und jetzt haben wir noch immer, glaube ich, ein Problem mit den 3, 4 Balken, die da noch rausgucken. Also, jetzt loggen wir erstmal ein. Jetzt schauen wir mal, ob wir die noch irgendwie gerettet bekommen. Aha. Gut, ich erkenne wohl das Problem. Wir müssten tatsächlich vorne ein bisschen weiter auseinander. Machen wir das doch. Und vielleicht noch ein Stückchen weiter zurück. So. Ja, das wird nicht perfekt. Aber es wird ganz gut. Ja, okay, das passt. Jetzt fehlen noch diese 3. Also hier, wenn man genau ist. Die brauchen wir noch hier oben. So, ein bisschen hier auf halber Höhe. Und dann, weil das hier ein Eckteil ist, kommen die auch hier drüben nochmal hin. Einmal mehr drehen. So. Das wäre das Ding, was jetzt fertig wäre zum Kopieren. Ich denke, damit können wir fast arbeiten. Hier, das sieht jetzt noch nicht ganz so perfekt aus. Da könnten wir auch noch eine Holzverkleidung machen. Da denkt man nochmal wann anders drüber nach. Jetzt machen wir erstmal alles weg, was wir nicht mehr brauchen. Pass mal auf, hier ist das ganz einfach an der Stelle. Die beiden kommen weg. Nee. Die hier kommen weg. Die können bleiben, das passt. Das kommt weg. Das kommt weg. Das hier. Alles. Oh, nicht schon wieder der Turm. Okay, und hier ist es ein bisschen mehr Klickarbeit.
Aber das, was wir stehen lassen können, soll ruhig bleiben. Alles klar. Und hier müssen wir nochmal gucken, wie wir da vorgehen. Da wird es ein bisschen schwierig wahrscheinlich mit der Stütze in der Form, wie wir sie oben haben. Hier wird das irgendwie gebacken. Hier passt das. So, und da wir hier die Höhe auch nochmal neu machen, könnten die eigentlich auch weg. Jawohl, ja. Okay. Also jetzt frohen Mutes. Erstmal gucken, was wir tatsächlich brauchen. Das hier. Das hier. Das hier. Das, das, das und das. Das sollten alle sein. Und das ziehen wir uns jetzt einfach mal hier in die Walachei. Dann können wir es nämlich viel besser kopieren, wenn wir es nochmal verlieren. Also einmal hier. Wups. Und dann gehen wir einmal hier drüben drauf. Drehen es um 90 Grad. Und probieren das mal irgendwie hier anzubringen. So, ne? Da stimmt jetzt schon mal die Höhe nicht. Noch ein bisschen an der Ausrichtung feilen. Feilen? Ich wollte schon feilschen sagen, um Gottes Willen. So, hier, es ist hier noch ein spezielles Problem. Ist nicht so richtig hübsch geworden. Aber so können wir es lassen. So ist das gut. Okay. Hier nochmal. Ab nach hinten. So. Das passt. Noch ein Stück nach links und noch ein Stückchen runter. Noch ein Stückchen weiter runter. Haben wir doch schon direkt gewonnen, oder? Vielleicht noch? Nee. Jawohl. Einmal so, einmal hier rüber. Nochmal drehen. Dann nach hinten schieben. Ein bisschen nach oben. Baulicht anmachen. Auf der Seite. So. Und fertig. Das ist deutlich dezenter als die Variante davor. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, ob wir noch irgendwas mit diesen Eckstücken hier machen. Also, das machen wir jetzt erstmal aus. Och nee. Ha. War doch klar. Gut, dass ich das hier gemacht habe, ne? Einmal kopieren. Einmal hier hin. So. Ach, guck mal, das geht genau auf hier unten. Das ist doch ideal. Höhe nochmal prüfen. Ups, fertig. Okay. Müssen wir mehr machen oder reicht das? Wir könnten jetzt natürlich nochmal probieren, ob wir hier einfach an die Ecken nochmal so einen Stützpfosten machen. Aber das sieht auch ein bisschen verloren aus, würde ich sagen. Ich würde fast sagen, wir machen hier nicht mehr, oder? Ja, könnt ihr mir ja mal eure Meinung schreiben. Ich denke einfach, für die Stützkonstruktion ist das mehr als ausreichend. Ist dezent genug. Wir haben ein bisschen Beton überdeckt, aber auch nicht alles. Da war ja noch die Idee, das können wir jetzt nochmal checken. Hier auf Gehege sollten wir klicken. Mit so einer 4x4 Kletterwand nochmal dezent von unten ein bisschen abzudecken.
ziehen wir nochmal nach vorne raus. Hat doch sogar fast was, oder? Ein bisschen mehr noch in die Mitte. Ein Stückchen runter, oder? So. Da müssen wir uns einmal kurz drum kümmern. Das war jetzt schon zu spät. Das war jetzt einmal Escape zu viel. So. Okay. Das sind jetzt natürlich die Themen, die gerade ein bisschen kurz kommen, aber wir werden uns dem auch nochmal weiter annehmen. Okay, pass mal auf. Das machen wir jetzt noch an ein paar andere Eckchen. Dann ist es nochmal ein bisschen schöner von unten anzuschauen. Dann ist halt die Frage, ob wir das alles hier verkleiden wollen, den ganzen Beton wegschaffen. Dann sind wir aber ewig dran. Wäre natürlich echt ein mega Pluspunkt für den ganzen Turm. Aber das wäre eine Detailarbeit. Ich würde sie geil finden. Aber die wäre echt aufwendig, ne? Lasst es mich einfach mal wissen, was ihr dazu denkt. Ansonsten machen wir einfach diesen Zoo irgendwie mal zum perfekten Zoo. Und hängen noch in Jahren dran, das hier alles schön zu machen. Können wir aber auch machen. Einfach mal so einen Zoo wirklich bis ins letzte Detail. Bis wir sagen, wir haben jetzt echt keine Idee mehr, wie wir noch irgendwas besser machen können. Dann können wir immer noch zum Graslandzoo übergehen und immer mal hier wieder reinschauen. Denn der Zoo macht mir wirklich Spaß. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Den finde ich richtig toll. Und da haben wir jetzt natürlich ein paar kleine Problemchen. Müssen wir ein paar Anpassungen treffen hier. Ja, mit denen noch ein kleines bisschen runter. Mit den drei auch. Dann ist das schon in Ordnung, ne? So, haben wir noch eine Plattform? Nö, haben wir alle, ne? Also, ich lasse das jetzt hier erstmal mit der Holzkonstruktion bewenden. Und wir gucken nochmal nach den Türen. Das ist nämlich auch noch irgendwie nicht so richtig toll. Da haben wir doch noch ein paar Dinge hier gegeben bekommen. Im Dämmerungspaket. Da checken wir nochmal hier. Gehen nochmal auf unser Inhaltspaket. Und gucken mal nach den Türen. Das sind so ein paar Sachen, mit denen können wir vielleicht jetzt arbeiten hier. Also, ich fände es natürlich jetzt mal nice, wenn wir nochmal probieren, bei der Schlucht zu klauen. Das hat ja beim letzten Mal so ganz erfolgreich geklappt mit den Fenstern. Aber hier mit der Tür, warum eigentlich nicht, ne? Könnte doch hinhauen. Ist ja auch nur eine ganz normale Tür. Ich denke, wir haben alles, oder? Ja, schaut ganz vernünftig aus. Und da müssen wir jetzt nur noch mal gucken. Jetzt sollen wir in die Baugruppe rein, genau. Wie wir das ein bisschen schön bekommen mit dem Stein, der da unten noch dran hängt. Aber ganz grundsätzlich machen die sich doch hier nicht schlecht, oder? Ja. Guckt das raus, das guckt gar nicht arg nach unten raus, das können wir auch direkt so lassen. Vielleicht können wir es noch ein bisschen hochziehen. Ja, das ist doch ganz gut mit dem Balken. Und noch ein Stück nach hinten. Ja, perfekt. Also, so geht das. Dann nehmen wir nochmal die Tür mit auf die andere Seite. Oh! Ja, die Kamera. Ach, Matze. So, 90 Grad Drehung. Schwupps. Dann nach hinten. Nach unten.
Und die Höhe noch mal ein bisschen anpassen. Und fertig. Nach vorne. Drehen. Nach links. Nach hinten. So. Und da haben wir schon das nächste. Fertig. Da brauchen wir nochmal eine. Gar nicht dran gedacht. Also hier. So. Ist die Baulampe an? Oh ja, aber sie bringt fast gar nichts. Auch gut. Na, kommst du? So. Das ist leider ein bisschen blöd, dass hier diese Gebäude manchmal durchgucken. Kann ich nicht leiden, aber kann man auch irgendwie nicht ändern. Eine kleine Macke hier von dem Spiel. Den noch, ne? Ja. Und letzte Tür hier unten hin. Fenster brauchen wir auch noch, ne? Und das Dach. Beziehungsweise die Zinnen oben drauf. Da müssen wir uns auch noch was ausdenken. Wups. Runter mit dir. Okay, wird doch schon... Und wenn du denkst, du wärst fertig, dann kommt doch noch irgendwas. Was ist eigentlich das hier für eine Strebe? Das weiß ich gar nicht. Hier, da fehlt jetzt auch was. Ich werde wahnsinnig. Machen wir nochmal neu. So. Die hier, die habe ich noch nicht ganz verstanden, die Strebe. Das habe ich mir damals dabei gedacht. Ich weiß es nicht. So, nächster Versuch. Tür ist komplett. An die Wand. In die Mitte. Runter. Noch ein Stückchen. Weg da. Und. Einmal kontrollieren. Nur noch da oben hin. Okay. Müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter versenken als unten. Ist aber auch kein Problem. Und noch ein Stückchen runter. So. Sitzt. Wir kommen der Sache näher. Jetzt holen wir uns noch ein paar Fenster bei der Schlurk, würde ich sagen. Hier passen die ja jetzt von der Größe. Ja, genau. Mhm. Da wollen wir hin. So. Aus der Baugruppe raus. Na, mal gucken, wohin. Ach, jetzt habe ich es nicht in die Baugruppe drin. Müssen wir nochmal rüber. Schwupps. Wenn man nicht ordentlich arbeitet und nachdenkt, was man tut. So. Nächster Versuch. So, Baugruppe auswählen. Jawohl, ja. Bitte. Und schön versenken. Ach so, ich sehe. 90 Grad Drehung. Und nächster Versuch. Haben wir jetzt ein Problem? Warum ging das denn bei der Schlurk? Wie hat das denn hier funktioniert?
verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich mach das jetzt. Wie haben wir das denn hier versenkt bekommen? Ach so, klar, Logo. Da ist ein Torbogen. Na klar, okay. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen präziser rangehen. Oh, jetzt kommt natürlich da. Oh, jetzt wird's. Oh, jetzt wird's blöd. Gut. Ja, ja, hoppidi hoppo. So. Das war einmal zu viel. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn dahinter gleich das Gebäude klemmt. Aber das ist halt so. Jetzt machen wir aber noch eine Sache ein bisschen anders. Wir markieren das beides mal. Und gehen nochmal 2 Meter hoch. Ach so, das war die Rastergröße. Gut, Matze. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was hier 2 Meter sind. Ja, die habe ich doch aber fast getroffen. Aber auch nur fast. Jetzt ist der Wurm drin. Die macht mich wieder wahnsinnig. Das muss doch auch mit. So. Kommst du bitte? Okay. Noch ein Versuch für die Nerven hier. Bin ganz ausgeglichen, ich bin die Ruhe selbst. Und da guckt trotzdem noch dieses dämliche Fenster raus. Mehr als nervig. Können wir das Gebäude um 1 Meter da drin verziehen? Haben wir den Platz? Nee, bei dem hier ausgerechnet nicht. Leute, dann wird dieser Makel hier immer bleiben. Wir können die Fenster nicht weiter nach vorne ziehen. Dann kommen sie aus der Wand raus. Mal gucken, was wir noch rausholen können. Nichts mehr. Nichts mehr. Dafür hasse ich dieses Spiel. Ist so. Und überlegt, ob wir das irgendwie bedecken können. Dem Fensterrahmen. Ja, aber dann hätten wir das nächste Problem hier mit dem. Kommt der mal weg? Bin ich da aber auch mal echt flexibel, ne? Aber es klatscht ein bisschen zu sehr darunter, oder? Vor allen Dingen sieht das mit der Höhe nicht gut aus. Wir machen nochmal den nächsten Versuch. Haben wir alles? Nein. Oh, das habe ich mir jetzt schneller vorgestellt. Vor allen Dingen kommt jetzt auch so ein gewisser Grad an Dappigkeit dazu. So, auf welcher Höhe wäre das gut? Wir gehen jetzt auf die hier. Ja. Und dann soll uns das hier jetzt einfach nicht stören. Es ist einfach so. Wir können es nicht ändern. Das ist leider Planet Zoo mit all seinen Fehlern im Detail. So. Hier kommt noch eins hin.
Haben wir doch alles, oder? Höhe prüfen wir nochmal. Sah gut aus. Da brauchen wir keine 2 Meter Mauerstücke. Und hier machen wir vielleicht noch eins dazwischen. Ja, da müssen wir aber auf halbe Höhe gehen. Dann nehmen wir uns wieder das hier unten. Und fast wieder was vergessen, ne? Nicht ganz. Ich werde noch wahnsinnig. Heute will es mich ärgern. Ich bin ganz ausgeglichen. Wir haben den ersten Tag im neuen Jahr. Ich bin die Ruhe selbst. Da muss es hin. Jawohl. Machen wir hier noch eins hin. Wir probieren es zumindest. Dürfte ein bisschen weiter runter, oder? Jetzt habe ich schon wieder das Mauerstück vergessen. Ah! Ich hoffe, ihr leidet mit mir. Himmel, Herrgott, jetzt ist vorbei. Okay. Mal eben schnell ein paar Fenster anbringen. Der helle Wahnsinn. Man kann leider reingucken. Ja, das ist am Fenster so an sich. Jetzt machen wir noch eine Sache, die ist mir eigentlich wichtig. Die wollte ich heute gerne tun. Nämlich hier oben machen wir noch ein schönes kleines Dach drauf. Und jetzt ist die Frage, was das hier mit Dach zu tun hat. Wir machen hier so 4 kleine Türmchen drauf. Wir unterschiedlich mit Zinnen ausstatten. Oh, Moment. So. Dann kommt da noch ein bisschen Zeug obendrauf. Und dann ist jetzt wieder die Frage, wie die Dinger hießen. Hießen die Zinnen? Nein, hießen sie wieder nicht. Nehmen wir sie uns hier, gucken, wie sie hießen. Steinziegelwand, Brustwehr. Ich werde es mir nie merken können. Nicht in diesem Leben. So, nochmal gucken, ob das hier auch noch ausschaut oder ob das zu viel wird. Das wird zu viel. Das machen wir nicht. Das machen wir auch schön. Ich hätte dann nichts dagegen, wenn das schön wäre. So, das machen wir nicht. Jawohl. So. Noch ein bisschen Deko ist hier gefragt, oder? Würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt liegen die Nerven bei mir leider erstmal blank. Wenn ich sowas sehe, geht es gerade noch weiter. Checken wir nochmal von allen Seiten, aber jetzt schaut es immer noch nicht gut aus.
Warum versinkt das jetzt hier nicht richtig? So. Himmel, Herrgott, was eine Katastrophe. Wir lassen es jetzt so, liebe Leute. Also, das ist der Turm mit Außentreppe. Ein paar Fenstern, ein paar Türen, alle Gebäude drin, die wir brauchen. Machen wir mal zu. Ein bisschen Deko muss noch dran, ein paar Fackeln, ein bisschen Moos, ein bisschen irgendwie etwas, was ihn alt macht. Und dann müssen wir dann natürlich noch hier in die Landschaft einbauen. Ja. Reicht jetzt aber fürs Erste, würde ich sagen. Insofern sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen hier eine kleine Pause. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Und dann schauen wir, was wir umsetzen können. Vielen Dank und bis dann. Euer Matze.